Hallo, da ist der Ari und in dem Video-Tutorial zeige ich euch einen Schnelleinstieg ins KN Final 2.0 wie die 64-Bit-Variante. KN Final ist ein Filter, mit dem man Beauties retuschieren machen kann. Es gibt die Desktop-Variante und die Variante, wo man es direkt als App in Photoshop starten kann. Ich zeige hier kurz einen Schnelleinstieg mit der Desktop-Variante, wo es als eigenständiges Programm startet und dann einen Einstieg, wo es direkt aus Photoshop startet. Also ich habe es hier schon einmal gestartet, habe hier ein Bild. Es gibt hier drei Varianten, die normale Ansicht, so wie ich es bearbeite, Vorher-Nachher-Ansicht. Und hier habe ich es oben drüber. Also hier ist die Ist-Version und die bearbeitete Version. Können wir hier gerne einmal machen. Wenn ich hier Einstellungen vornehme, dann habe ich hier, kann ich hier gleich mitsehen, wie sich das verändert. Kann auch hier die Größe noch etwas ändern und hier wieder, je nachdem. Machen wir es mal ganz krass, sehe ich hier, wie es verändert ist und wie es hier aussieht. Hier habe ich nur die Variante, wie es aussieht. Also, das ist immer, wie man es gerne hätte. In der Regel arbeite ich selber auch so, aber auch hier, um es vorzuzeigen, denn dann habe ich hier quasi eine Vorschau und sehe, was sich verändern würde. Also im Vergleich zum vorigen Bild sieht man schon, es hat sich doch einiges hier getan. Und das Bild ist hier angenehmer natürlich, so ein richtiges Model-Level-Bild, wie es auch die auf den großen Plakaten von Firmen sieht. Gut. Jetzt zeige ich euch die Variante in Photoshop direkt. Hier habe ich mal wieder ein Bild. Ich wandle mal das in ein Smart-Objekt um. Gehe dann auf Filter und habe hier, allerdings geht es in einem Smart-Objekt doch nicht. Das heißt, ich rastere das Bild wieder und habe den Skins-Filter hier als Plugin in Photoshop integriert. Also Filter. Und auch hier sind die Funktionen wieder wie gehabt. Kann man das gerne so einstellen, wie ich es gerne haben möchte. Sage hier, es wäre beispielsweise meine Maske, die ich verändern möchte. Dann kann man es hier einstellen, wie hell sie sein soll, gerne sein soll. Eigentlich oder ein ganz nettes Programm, beziehungsweise nett ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ein nettes Plugin, das die Beauty-Retusche doch einiges erleichtert. Und ich habe hier dann die Möglichkeit,
den Hautton richtig so anzuwenden. Das Ganze müsste ich sonst sehen in Kamera Raw und könnte etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gut, ich kann mich hier das Ganze so einstellen. Hätte ich hier noch so Beschreibungen. Na. Vorgabe anwenden. Könnte ich hier zum Beispiel zusätzlich den Kontrast verstärken hier. Vorgaben verwalten könnte ich hier dann schlussendlich noch, das zeige ich im nächsten Video. Und ich sage jetzt mal gerne, ich möchte das gerne so haben. Und so wie bei den anderen Filtern dauert es einen Augenblick. So sieht man schon, er wendet das Ganze jetzt auf das Bild an. Und durch die Bearbeitung hat das Ganze dann einen doch etwas eher werbetechnischen, gefälligeren Ausdruck, also richtiges Beauty-Bild. Es hat hier die ganze Haut, die ganzen Pickels und Unreinheiten, die es gehabt hat, geglättet. Und auch so die ganze Haut verfeinert, also richtig gutes Programm, das ich nur empfehlen kann. Skinfinner findet man, wenn es installiert ist, auf Photo Toolbooks Skinfinner. Gut, danke. Im nächsten Video werde ich das Ganze dann etwas genauer darauf eingehen. Das war hier nur ein kurzer Schnelleinstieg ins Skinfinner. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.